Hi, lieber Sicherheitsfreund, herzlich willkommen. Besten Dank, dass du heute dir das Video anschaust, was ganz genau Safe ist und wie ganz genau Safe funktioniert. Zuallererst erkläre ich dir gerne, was ist Safe, warum ist Safe wichtig und dann gucken wir auch gleich, wie du Safe verwenden kannst. Also zuallererst, Safe ist eine digitale Suchmaschine für Gegenstände. Das heißt, hier kannst du sämtliche Gegenstände, die eine Seriennummer haben, abspeichern und diese dementsprechend nachher auch verwalten, respektive im Fall, dass du dir was anschaffst, einen Gegenstand, kannst du nach dem Gegenstand suchen. Also, folgendes, guck mir mal das Ganze im Detail an, guck mir mal, wie das Ganze genau funktioniert und wie du hier zuerst mal einen Account erstellst. Das Ganze ist kostenlos, das heißt, du kannst hier komplett unverbindlich dir einen Account erstellen und dementsprechend deine Gegenstände abspeichern. Ich denke, persönlich macht es Sinn, Gegenstände, die einen Handelswert haben von $100 und mehr, hier abzuspeichern. Das heißt, du kannst beispielsweise angefangen bei einem Handy, bei einem Laptop, dann nachher beispielsweise bei Sportgeräten, ob du ein Snowboard hast, Golfbesteck, Tennisschläger, was auch immer, alles, was ein bisschen teurer ist, kannst du hier abspeichern. Alles, was eine Seriennummer hat, kannst du hier abspeichern. Und dann geht das Ganze weiter bei Elektronikgeräten, da geht das Ganze weiter bei Schmuck, Uhren und so weiter und so fort. Also je nachdem, was du hast, kannst du hier abspeichern und dementsprechend absafen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt mal kurz in einem ganz einfachen Durchlauf. Ich habe jetzt hier schon einen Account erstellt, aber ich zeige jetzt euch mal, wie das Ganze funktionieren würde, wenn du keinen Account hättest. Dann gehst du hier einfach unter Sign Up. Also hier hast du die, wenn jetzt du auf Access gehst, hast du die Login-Daten für jemanden, der schon einen Account hat. Wenn du noch keinen Account hast, gehst du hier unter Sign Up und kannst dich via Telefonnummer registrieren. Das heißt, du suchst hier einfach das jeweilige Land, in dem du wohnhaft bist und ja, welches dementsprechend mit der Vorwahl von deinem, ja, von deinem Mobilfunkanbieter übereinstimmt. Oder du kannst auch dich via Facebook oder via Google registrieren. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise etwas via Google machen möchte, kann ich hier einfach meine E-Mail-Adresse auswählen und dann siehst du hier, boom, bin ich auch schon gleich eingeloggt. Also ich habe jetzt hier bereits einen Account, der bestehend ist. Jetzt gucken wir mal die unterschiedlichen Funktionen an, wie du deine Gegenstände absafen kannst. Machen wir mal das Beispiel, dass du ein Telefon beispielsweise hast oder gerne absichern würdest. Dann gehst du hier auf Add, also hinzufügen, klickst hier drauf. Und dann hast du hier, siehst du gleich unterschiedliche Kategorien. Also hier einfach auf Kategorien klicken und jetzt siehst du hier, jetzt kommen unterschiedliche ja, Kategoriefelder, Bücher, also Movies, Filme, Musik. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt ein Sammler bist und es könnte sein, Sammel-DVDs hast, Musik, Schallplatten, was auch immer das ist, was vielleicht sehr selten ist, gibt ja da auch spezifische Sammler, ja, Kategorien, dann kannst du das hier machen. Business, Industrial, hier sind wirklich, also du siehst, wir decken wirklich alles ab. Hier hast du beispielsweise Bauer und Agrikultur, ja, Werkzeug oder Maschinen. Du hast für Baugeschäfte beispielsweise hier eine Kategorie. Also du siehst wirklich, das ist sehr weitreichend, das Ganze. Collectibles und Art, das sind Sammelgegenstände. Also beispielsweise unter Collectibles, da würde jetzt beispielsweise eine seltene Pokémon-Karte reinfallen. Da gibt es ja auch ganz spezifische Sammler in dem Bereich. Da gibt es sehr teure Gegenstände, die auch in Datenbanken abgespeichert sind. Es gibt beispielsweise die Bewertungsplattformen, ja, die wirklich, sag ich jetzt mal, spezifisch identifizierbare Nummern ausstellt und das könnte man hier beispielsweise abspeichern. Dann haben wir Electronics, also Kameras, Handys. Wir haben jetzt das Beispiel gemacht, würden jetzt gerne ein Handy abspeichern. Das würde ich jetzt hier machen. Also ich würde jetzt hier unter Cellphones würde ich reingehen und dann Cellphone und Smartphones. Okay, wenn ich jetzt mein Handy abspeichern will. Aber gehen wir mal kurz alle Kategorien durch. Fashion, also wenn du teure Kleidung hast, Sneakers hast und so weiter und so fort, dann kannst du das hier machen. Also wenn du beispielsweise ein paar Louboutin-Schuhe hast, dann kannst du das hier abspeichern unter beispielsweise Man-Shoes und dann Athletic-Shoes. Und dann kannst du gleich die Seriennummer hier abspeichern. Also es geht alles sehr unkompliziert. Du siehst, wir haben unterschiedliche Kategorien. Health und Beauty, also wenn jetzt du irgendwelche teure
Geräte hast in einem Beauty-Salon, dann kannst du das hier abspeichern. Home and Garden, hier kannst du auch dementsprechend, wenn du irgendwelches teures Gartengerät hast, beispielsweise einen teuren Rasenmäher oder was auch immer, dann kannst du das hier abspeichern. Jewelry and Watches, wenn du ein Uhrensammler bist, allgemein im Schmuckbereich unterwegs bist, vielleicht hast du eine Cartier-Kette, vielleicht hast du eine schöne Uhr, dann kannst du das hier abspeichern. Hier hast du unterschiedliche Uhren-Brands. Also du siehst, das ist wirklich sehr weitläufig. Sportgeräte, das kann wirklich, jeder kann das nutzen. Golf-Equipment beispielsweise, dann siehst du, hier hast du unterschiedliche Golf-Sorten. Oder wenn jetzt du beispielsweise, gucken wir mal, was wir sonst noch haben, Tennis, dann kannst du hier die unterschiedlichen Tenniskategorien anwählen. Also wir sind wirklich sehr vielfältig. Wenn du beispielsweise, keine Ahnung, teures Spielzeug für Kinder hast, weiß ich nicht, ob das der Fall ist, aber hier gibt es sicher auch einige teure oder ja teurere Anführungsschlusszeichen Geräte. Könnte auch beispielsweise ein Kinderwagen sein. Also hier gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man hier alles so abspeichern kann. Nochmal zurück zum Thema. Sagen wir jetzt mal, wir fangen jetzt mal an mit dem Mobiltelefon. Das ist sicher was, was jeder hat, was auch regelmäßig geklaut wird oder verloren geht. Hier kannst du einfach unter Cellphone und Smartphones reingehen. Und jetzt würdest du hier den Titel eingeben. Also ich mache jetzt ein Beispiel, wenn du ein iPhone hast, dann machst du Folgendes. Und zwar, dann gehst du bei deinem iPhone unter Einstellungen und hier würdest du jetzt ganz simpel, relativ schnell unter den Einstellungen würdest du finden, was die Seriennummer ist. Und zwar beim iPhone gehst du unter General, also generelle Informationen, und dann hast du das unter About. Also bei mir ist es auf Englisch eingestellt mit About. Auf Deutsch würde das wahrscheinlich einfach heißen Informationen zum Telefon. Da findest du dann unterschiedliche Angaben. Und was ich dir empfehlen würde, hier abzuspeichern, wäre beispielsweise die E-Mail-Nummer oder die spezifische Seriennummer. Generell gilt, je mehr Informationen, desto besser. Das heißt, du hast hier die Seriennummer. Hier würde ich auf jeden Fall die Seriennummer eingeben. Und bei Description kannst du dann auch noch zusätzliche Merkmale hinzufügen, beispielsweise eben die E-Mail-Nummer, die Farbe des Gerätes, die Speichergröße des Gerätes. Also jedes Gerät hat eine unterschiedliche Größe. Bei mir wäre es beispielsweise 512 GB und so weiter und so fort. Also hier einfach so viel Info wie möglich eingeben. Also ich würde jetzt hier wirklich iPhone, ich weiß gar nicht, welches Modell ich habe. Ich habe das iPhone 11 Pro Max. So, dann würde ich hier die Seriennummer eingeben. Die fängt zum Beispiel bei mir an mit FK und dann geht es weiter mit ein paar Nummern und so weiter und so fort. Eine Description, hier würde ich die E-Mail eingeben und so kann man dann vorgehen bei den jeweiligen Gegenständen. Okay? Wenn ich jetzt das abspeichern möchte, habe ich hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir gehen jetzt mal davon aus, du bist ein User, der Safe kennt und der sagt, hey, ich möchte meinen kompletten Haushalt hier abspeichern. Das heißt, ich würde jetzt hier Active, also aktiv verfügbar wählen. Und wenn jetzt du beispielsweise was hast, das dir gerade geklaut wurde und du sagst, oder du lernst, dass du das Safe kennen, also du suchst dir eine Möglichkeit, um deine Gegenstände abzusichern, dann würdest du hier Stolen oder Lost eingeben. Aber das wäre jetzt hier nicht der Fall, sondern wir sagen jetzt hier, dein Besitztum ist, alles ist okay mit dem Besitztum, du speicherst es ab. Und wenn jetzt du hier auf Speichern gehst, dann siehst du hier, wird gleich ein Gegenstand abgespeichert. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet, eine Hublot Big Bang. Kannst du es hier sehen, hier ist die Seriennummer. Hier habe ich jetzt beispielsweise geschrieben, gekauft im KDW. In Zukunft wird es hier noch Möglichkeiten geben, dass man beispielsweise Quittungen hinzufügen kann, uploaden kann. Aber so viel mal zum Thema. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie funktioniert das, wie bediene ich jetzt das System. Hier auf der linken Seite hast du dein Safe-Code. Okay? Den brauchst du, wenn du was weiter oder respektive, wenn du was weiter transferieren oder auch empfangen möchtest. Wie das funktioniert, erkläre ich dir gleich kurz. Jetzt haben wir mal beispielsweise dieses iPhone 11 oder diese Hublot Big Bang, die möchte ich gerne weiterverkaufen. Ich möchte dementsprechend diese abstoßen. Ich verkaufe die auf eBay an einen Freund oder wie auch immer. Was ich denn machen kann, ist Folgendes. Und zwar, hier habt ihr einen Knopf. Wenn ich da draufklicke, dann siehst du hier, hier steht dann Transfer Item. Das heißt, ich kann jetzt hier aus meinem Portfolio auswählen, welche Gegenstände möchte ich gerne transferieren. Und ich gebe jetzt hier beispielsweise ein, Hublot Big Bang, und würde jetzt hier natürlich nicht meine User-ID,
aber die User-ID von dem eingeben, der das empfängt. Wenn ich jetzt hier auf Send Submit klicken würde und ich hätte von jemand anderem die ID, dann würde jetzt hier ein Transfer entstehen. Das heißt, ich würde den digitalen Besitztum von meinem Gegenstand weiter transferieren. Okay? Jetzt gehen wir mal in die Grundfunktionen rein. Es wird jetzt mein iPhone oder meine Uhr oder meine Kamera wird geklaut. Okay? Jetzt würde man hier reingehen ins System und selbstverständlich alle die Gegenstände als gestohlen markieren. Okay? Weil ich kopiere jetzt mal hier kurz die Seriennummer, weil ich möchte ja, dass die jetzt erkennbar sind, sofort als geklaute Gegenstände. Okay? Das heißt, ich setze jetzt alles hier als gestohlen. Zack, innerhalb von ein paar Sekunden mache ich das. Und der Dieb hat jetzt folgendes Problem. Der ist jetzt unterwegs mit Ware, die im Internet gefunden werden kann und erkennbar ist als gestohlene Ware. Also ich setze jetzt hier alles als gestohlen, okay? So, und jetzt gehen wir mal kurz bei safe.org vorbeischauen und guck mal, was jetzt hier passiert ist. Ich habe jetzt hier die Seriennummer von meiner Hublot und hier kann ich jetzt ganz einfach eine Safe Search eingeben und dann sehe ich hier Hublot Big Bang Stolen. Jetzt zeige ich euch mal kurz was. Aktuell ist es noch so, dass wir jetzt hier bei Google, wenn ich jetzt diese Seriennummer eingebe, dass wir nichts finden. Also es kommen keine Suchresultate. In Zukunft wird es so sein, dass hier die Suchresultate angezeigt werden. Was natürlich ein totaler Gamechanger ist, weil wenn ich jetzt hier die Uhr habe, eine Hublot beispielsweise, und ich finde die im System, ist das natürlich ein ganz neues Level, dass plötzlich jetzt man nicht nur noch Safe kennen muss, das bei Safe eingeben muss, sondern man gibt das einfach bei Google ein und dann wird das angezeigt. Also das wird nächstes Level werden, was wir hier erreichen. Aber gehen wir nochmal zurück zur Grundfunktion. Hier ist es so, ich habe jetzt hier die Hublot Big Bang und ich kann jetzt hier ganz einfach den ursprünglichen Besitzer kontaktieren. Also ich kann jetzt hier auf Contact Owner gehen und ich kann hier direkt im System drin eine Nachricht schreiben. Also ich kann jetzt schreiben, hey, habe deine Hublot gefunden, wurde mir angeboten im XYZ Store. Da würde ich mal vorbeischauen mit der Polizei. So, okay, dann kann man das senden. Boom. Und dann ist da gleich eine Nachricht raus. Und ihr könnt dann diese Nachricht dementsprechend hier im Chat abrufen. Also ihr habt jetzt hier eine Nachricht drin. Okay, ihr seht jetzt das hier. Ihr könnt jetzt gleich hier im Chat diese Nachricht abrufen. Und das ist natürlich ein geniales System, was wir hier haben, was wir entwickelt haben, ja, was wirklich Leuten helfen kann, gestohlene Gegenstände zu recovern, okay? Das wäre mal so viel zu der generellen Funktion. Ich werde es hier natürlich, diese Gegenstände zurücksetzen, weil die sind ja nicht geklaut, mit denen ist alles okay, aber einfach, dass ihr versteht, was die Basisfunktionen sind. Ihr könnt hier wirklich alles, was beliebig ist, abspeichern, okay? Euren kompletten Haushalt könnt ihr hier absichern, könnt ihr hier absafen. Wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Das braucht nicht viel Zeit. Ihr seht das jetzt, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, wahrscheinlich etwa 20 Minuten sind wir dabei und das funktioniert 1A ohne Komplikationen. Ihr seht hier Transaktionen, wenn ich jetzt hier reingehe, seht ihr in Echtzeit die Transaktionen, die gemacht werden von Safe-Usern. Also wir haben jetzt heute den 24. Oktober und ihr könnt jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier diverse Transaktionen. Letzte Transaktion gemacht am 15.30 Uhr. Und ihr könnt jetzt hier wirklich sehen, wann wurden die letzten Transaktionen gemacht. Okay? Das könnt ihr hier alles in Echtzeit sehen. Super interessant das Ganze und komplett transparent. Wir haben jetzt wichtig, wir haben jetzt weitere Applikationen natürlich. Also das eine ist die Safe-Applikation für den Safe-Sticker. Ein Safe-Sticker kann ich euch hier mal kurz zeigen. Das ist der Safe-Sticker. Da werde ich euch ein separates Video nochmal aufzeigen. Das könnt ihr ganz einfach auf der Google Play respektive in der Apple-Version finden. Also da kann man einfach auf Google gehen oder respektive in Apple Store und Safe-App eingeben. Dann findet man das Ganze. Also hier seht ihr gleich Apple Store. Das wäre die Safe-App für Apple-Geräte. Und wenn ich jetzt hier Safe Google Play eingebe, dann finde ich das auch gleich hier. Das wäre für Android-Geräte. Das heißt, könnt ihr euch runterladen, installieren und dann könnt ihr dieses interessante Tool hier nutzen. Das zeige ich euch auch gleich. Das ist hier im Safe Shop, findet ihr das.
hier sind oder hier kannst du den Safe Sticker beziehen. Das ist das Ding hier. Kostet 29,90. Das kannst du dann beispielsweise hier, kannst du es an deinen Gegenstand anbringen. Da muss ich sagen, kosten 3 Stück 29,90. Das heißt, das ist ein sehr kostengünstiges Produkt, welches dementsprechend du beziehen kannst hier im Online-Shop. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ich werde das in einem separaten Video vorstellen. Du lädst hier die Safe-Applikation runter, verknüpfst diesen Sticker, du wirst dann geführt in der Safe-Applikation, verknüpfst diesen Sticker mit deinem Gerät, mit der Seriennummer, fügst den hinzu und das ist eigentlich der ganze Vorgang. Das können wir dann auch mal Step-by-Step gerne durchspielen in einem separaten Video. Da werde ich euch ein separates Video recorden. Da einfach auf die Safe-App klicken. Also Safe-App-Erklärungsvideo klicken. Also zurück zum Thema. Du hast hier die Möglichkeit, in dein oder deine persönlichen Gegenstände hinzuzufügen. Du kannst natürlich auch auf der App machen. Da sind die Funktionen genau dieselben. Du hast hier noch ein Bulk Insert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mir ein bisschen Zeit sparen, dann kannst du hier dir ganz einfach ein Safe Excel oder CSV-Tool runterladen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Öffnen wir das mal ganz kurz. Schauen wir mal, das wäre das hier. Hier kannst du dann einfach den Titel einfügen. Also hier würde ich dann, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Lass mich mal kurz schauen. Gehen wir mal kurz in den generellen Screenshare über. Desktop, jetzt solltet ihr das sehen. Das heißt, das ist jetzt die CSV, die ich gerade gedownloadet habe. Und hier kann ich jetzt natürlich unterschiedliche Gegenstände hochladen. Also ich kann jetzt hier beispielsweise gleich mehrere Gegenstände hochladen. Ich würde jetzt hier eingeben, Titel wäre iPhone, iPhone XYZ, Kategorie hier und so weiter und so fort. Also das wäre für den Bulk-Upload, was relativ simpel ist, das Ganze. Okay? Aber zurück zum Thema, also für Privatpersonen ist es realistisch, das einfach hier via das Ad zu machen. Okay? So funktioniert das Ganze, so ist das Ganze aufgesetzt. Das ist wirklich nicht kompliziert, einfach zu bedienen und einfach umzusetzen. Also so viel zur Applikation. Hier, wie gesagt, habt ihr den Safe Sticker. Ihr seht, das Ganze ist anwendbar für diverse unterschiedliche Anwendungsfelder. Ihr könnt euer Telefon absafen, ihr könnt euren Laptop absafen, ihr könnt eure Drohne absafen. Aber das geht wirklich von A bis Z. Gibt es hier ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Variationen. Also das ist wirklich keine große Hexerei. Sehr einfach anwendbar. Die Safe-Sticker versenden wir via ein Fulfillment Center. Der Versand dauert in der Regel 24 Stunden. Das heißt, der Sticker wird sofort verschickt, sobald er bestellt wird und ist erhältlich in sämtlichen geografischen Felder, wo wir vertreten sind. Soviel zum Thema. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Telegram-Gruppe reinkommen, die spezifischen Fragen stellen. Wir sind für euch da. Wir helfen euch und zeigen euch, wie das Ganze funktioniert. Also es ist wirklich nicht kompliziert, es ist einfach umsetzbar. Und hier schaffen wir ein Tool, um die internationale Kriminalität zu bekämpfen. Ich kann euch mal zwei, drei Sachen noch zeigen auf unserem Medium. Ein paar Use Cases, warum Safe dann wichtig ist. Wir können mal hier reinschauen. Und zwar schauen wir mal ein bisschen die Artikel an, die wir hier haben. Also wir haben mehr als 2 Millionen Bikes jedes Jahr in den Vereinigten Staaten geklaut. Also es ist unglaublich, was so wegkommt. In Europa ist natürlich das Gleiche. Wenn man das sich anschaut, ist es wirklich unglaublich, was man hier alles für, was man hier für Zahlen hat. Da können wir mal weiterschauen. Im Bereich Autos gibt es auch ein massives Beispiel. Also Autos beispielsweise seht ihr hier Autodiebstähle oder Diebe verursachen Milliardenschäden in Milliardenschäden im wirtschaftlichen Ausmaß jedes Jahr. Man sieht hier auch, dass beispielsweise 33.000 Autos 2019 geklaut wurden, 16.000 sind nie mehr aufgetaucht. Aber das ist wirklich extrem, was hier vorgeht, was hier abgeht in dem Markt und da haben wir natürlich Lösungen dafür geschaffen. 3 Millionen Gepäckstücke, okay, sind misshandelt, also werden verlegt von den Fluggesellschaften.
alleine in den USA 2019, da haben wir natürlich das Tool hier, wo man dementsprechend dem vorbeugen kann. Das heißt, mit diesem Kleber drauf kann man ganz einfach finden oder auffinden, wo deine Gegenstände sind. Okay, wenn du uns jetzt noch supporten möchtest, dann kannst du hier auf den unterschiedlichen Applikationen ein Kommentar hinterlassen, 5 Sterne bitte, wenn es geht, mit Daumen hoch, safe, gefällt mir. Das ist ganz wichtig, das hilft uns, das macht, dass wir im Apple Store natürlich besser positioniert werden, dass wir besser vorankommen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Sonst bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Schalt ein auf den Telegram-Kanal. Ich werde den Telegram-Kanal verlinken. Also wenn du Fragen hast, kannst du uns dort deine Fragen, Anmerkungen zum Projekt wiedergeben. Ich freue mich riesig. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche einen schönen Tag. Bis bald. Euer Björn. Wir hören uns. Tschüssi.